Oh yeah. Das war jetzt nicht gewollt, das kam jetzt zufällig, dieses Lied. Und ich muss sagen, es passt ja sehr gut zu dem Erlebten dazu. Oh ja, das passt sehr gut dazu. Wow. Alles klar, Creeper, Creeper. Hier scheinen wir auf das erstes Richtiges zu stoßen hier. Ein Wasser oder blauer Creeper, keine Ahnung. Ist da noch eine andere, ob es da mehrere Farben gibt. Der andere war, glaube ich, mehr blau. Oh ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall was gefunden. Mal schauen, aber jetzt haben wir, glaube ich, wieder zu wenig Fackeln mit, aber wir haben wieder Kohle, glaube ich. Und deshalb stirb erstmal, Creeper. Ja. Wow. Jo, hier ist wirklich irgendwas. Hallöchen, Zombie. Irgendwas anderes auch noch bei dir. Oh, hallo. Geh mal weg. Ja, ein Skeleton. Irgendwo. Ah, okay, da unten auch. Ein Creeper. Oh Mann, ja, diese Musik passt jetzt. Oh, 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 wie kommst du darauf? Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg. Und geh weg. Und geh weg. Sehr schön. Nein, diese Musik passt nicht mehr dazu. Nochmal die. So. Wenn ich gewusst hätte, in welche Situation wir hier kommen. Okay. So da. So, hier sehen wir jetzt mal überhaupt nichts. Das heißt, wir können nur hoffen, dass uns hier nichts anderes mehr angreift. Außerdem, wenn, wäre es auch nicht so schlimm. So, hier beleuchten wir uns erstmal ein Feld und hier kommt ein Creeper. Das ist mal das schlechteste von allen Gegnern, die uns jetzt angreifen können. So, okay. Ich wünschte, ich hätte eine Taste für Endlosschleife für dieses Lied erstmal. Aber naja, da müssen wir halt selbst schauen, dass wir hier bei diesem Lied bleiben. So, was ist das hier? Was glänzt denn da so komisch? Mal schauen, Oh, was ist das hier? Oh, was ist das hier? Heilige Kacke nochmal. Wo sind wir hier gelandet? Alles klar, hier können auf jeden Fall noch Monster rauskommen. So. Okay, wo kommst du auf einmal her? Egal, du kommst einfach von irgendwo oben runter gehüpft. So. Keine Ahnung, was hier so geleuchtet hat. Alles klar. Planen, nicht. Mal schauen, vorspulen einfach mal, ob wir hier noch was Cooles haben. Nicht schon wieder das. Das kommt irgendwie deutlich zu oft. Jo, so ungefähr. So ungefähr kommt das gerade zu meiner Stimmung gerade hin. Okay. Alter. Alter Schwede. So. Jetzt müssen wir glupschen, dass uns hier nichts angreift, aber...
Während wir keine Kohle haben. Erstmal, okay, ja, Holz überhaupt nicht. Verdammt. Das bedeutet, wir können Fackeln vergessen, aber wir können jetzt erstmal hier reinschauen. Und so weiter nach oben bauen. Mal sehen, wo wir hier hinkommen, wenn wir hier weiter nach oben. So, das ist jetzt sehr weit nach oben. Weil weit unten können wir normalerweise gar nicht mehr sein. Und hier schon wieder Dings, wenn wir hier noch raufkommen würden, dann zu unserem Haus und dann... Oh Mann, ich war noch nie so aufgeregt. So, alles klar. Hier können wir mal wieder eine Fackel platzieren. Denn es wird schon wieder dunkel. Hier hoffe ich, dass einfach kein Gravel mehr runterkommt. Ne, da können wir einfach mal Spitzachs verbrauchen. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich will einfach nur noch raus und ja. Haben wir schon Erde, das bedeutet, hier haben wir wieder Stern, alles klar. Dann bedeutet das doch gar nichts. So. Oh Mann. So aufregend hier alles. Okay, hier werden wir zugeschüttet. Aber das bedeutet, hier ist die Oberfläche doch nicht. Hurra. Hier ist doch keine Oberfläche. Na, das war blöd. Egal. Eigentlich nicht. So, dann machen wir es einfach wieder so. Hier ist noch mehr Kohle. Das freut mich. Das war unsere letzte Fackel. Kohle nehmen wir doch dankend mal mit und da ist schon die nächste Höhle, dann doch nicht, da geht's raus, aber es ist Nacht. Zuallererst, bevor wir rausgehen, esse ich erstmal was. So, dann nehme ich hier mein Schwert und Rüstung haben wir eh noch immer, also dürfte das nicht allzu schwer sein, hier zu überleben. So, wo sind wir? Ah, hier gibt es ja sehr viele verschiedene Creeper, das ist mal... Gar nicht so aufgefallen, dass es überhaupt verschiedene sind. Verdammt. Du hast uns nicht geschadet, alles klar. Das ist nur eine Kuh. So. Erstmal Erfahrungspunkte. Und hier ist irgendwo ein Skelett schon wieder. Hier. Ja. Schützen bringt sich aber hundertprozentig etwas. So. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Nein, das ist ein Pfeil. Hier haben wir einen Creeper. Hier haben wir eine bösartige Kuh. Ne, aber eine Spinne. So. Hä? Also, er macht einfach nur nochmal ein Geräusch. Genau, C müssen wir drücken. Ich hoffe, ihr könnt uns keine Monster angreifen, aber ich glaube, der Creeper ist auch fest. Steckt jetzt auch fest. Keine Ahnung. Ich hoffe es erstmal. Die erste gute Höhle haben wir hier. Die werden wir irgendwie braun machen. Wie geht braun? Rot und grün. Rot und grün. Kann das braun sein? Ne, das ist gelb. Rot und gelb. Rot und grün ist gelb. Aha. Ja. Muss ich sagen, das ist grau. Ja, grau geht auch für eine Höhle. Das wäre, glaube ich, sogar noch besser. So, ich glaube, es wird dunkler, je weniger man nimmt, glaube ich. Ja, genau. So, dann haben wir eine graue Höhle. Und dann platzieren wir den Wegpunkt erstmal hier hin. So. Alles klar, es wird schon wieder Tag. Das ist toll. Eine ruhige Musik. Ein neuer Tag bricht an. Alle Sorgen sind wie weggeblasen. Wir töten Kühe. Ah, ist das nicht schön. Tag kann nicht schöner werden, du Spinne erst. Das ist ein so schöner Tag. Nichts kann uns aus der Ruhe bringen. Stirb, du scheiß Creeper! Und alle Sorgen sind wie weggeblasen. Ja, es mir fällt nichts Neues, Mann!
So, da, jetzt können wir auch wieder normal weitermachen. Ja, auf jeden Fall cool. Noch coole, ruhige Musik und wir sind Level... Durch diese Kuh, du bist cool Nummer Level 16. Yes. So, jetzt suchen wir erstmal unser Haus, das in dieser Richtung liegt. Ja, das sieht mir sehr bekannt aus hier. Ah ja. Hey Huhn. Ja. Danke. So. Haben sich hier vielleicht noch irgendwo Monster versteckt? Im Schatten des Waldes. Ja. Und zwar... Genau, irgendwo in dieser Nähe. So. Aha. Hier ist doch immer nichts gewachsen. Aha. So. Ich lasse das jetzt lieber noch. Zu schauen, vielleicht dass das noch vielleicht... Und ob das vielleicht noch besser wird. So, jetzt habe ich so, jetzt holen wir uns erstmal Sticks. Noch viel mehr müssen das sein. Haben wir noch Wooden Planks? Keine Ahnung, wir machen uns jetzt einfach wieder welche. Vielleicht hier noch welche drin. Ja, hier sind noch welche. Gut, aber trotzdem wird das jetzt erstmal zu Wooden Planks gemacht. Die werden erstmal zu Sticks gemacht. 49, das ist doch schon mal etwas ausreichend. Naja. Kohle nehmen wir uns jetzt auch erstmal was mit. Upsala. Komm her. So. All die Hälfte und hier auch die Hälfte. Das sieht zwar nicht ganz aus, aber jetzt haben wir erstmal viel mit. So. Kohle. Sticks. Hier haben wir noch Sticks. Okay. Dann holen wir uns auch noch zwei Eisen. Für die Sticks. Da machen wir uns einfach noch, upsala, nochmal ein Eisenschwert, sadala. Dann machen wir das so und 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 so weiter, so. Raw Beef. Strings gehen sich nicht mehr aus, doch, gehen sich aus. So, dann nehmen wir die Fackeln, nehmen wir mit. Ja. So. Ja, gehen wir jetzt das dazwischen hin. Hier können wir, während wir weg sind, Fleisch braten. Hier haben wir ein bisschen Eisen bekommen. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Haben wir hier noch irgendwelches Fleisch vielleicht? Ja, ein Raw Chicken. Aber ich glaube, in einem anderen Ofen hätten wir auch noch Raw Chicken. Und zwar, na, das ist schon geguckt. Dann hier, einmal Weizen haben wir noch, super, ja. Gut, aber mit den Sticks müsste ich eigentlich schon ausgehen. Was wollten wir hier machen? Da haben wir einfach das Raw Pork Chop rein, nein, das nehmen wir mit. Gut, das Eisen nehmen wir natürlich auch nicht mit. Und ja, so, was haben wir denn jetzt alles? Das müsste sich eigentlich alles jetzt so ausgehen, wie ich das gerne hätte. Oh, hier ist ein bisschen was gewachsen. Das ist ja fantastisch. Fantastisch. Fantastisch auf jeden Fall. Fantastulös. Genau, und hier sehen wir einfach den grauen Pfeil, wo der hinzeigt. Dort ist unser... Aber das haben wir im Haus, glaube ich, hier schon gesehen. Und mit Z können wir hier schön zoomen. Nehmen wir gerne die niedrigste Stufe oder nehmen wir eine Stufe höher. Ich habe keine Ahnung. Stufen bringt sich erstmal recht nichts. Ja, lassen wir so. Also wie schon mal gesagt, glaube ich, gibt es ja auch die Möglichkeit auf der Map Mobs anzuzeigen, also Gegner und Tiere. Aber das werde ich natürlich nicht machen, denn das wäre schon ein bisschen zu einfach. Und ja, das reicht auch schon, wenn ich nur weiß, wo... Ja, wenn ich hier einfach nur meine Wege
oder Punkte einzeichnen kann. So, hier sind wir raufgekommen. Ganz sicher. Sieht alles so dunkel aus.